Hallihallo, meine Lieben, und herzlich willkommen zurück zu The Invisible Hours. Ich sag die ganze Zeit, oh mein Gott, ich sag die ganze Zeit Invisible Hours. Oh mein Gott, es heißt nur The Invisible Hours. Es tut mir leid. Das habe ich jetzt, glaube ich, in der letzten Folge habe ich das, glaube ich, gesagt. Ich weiß gar nicht, wieso ich darauf gekommen bin, ihn zu sagen. Na gut. Herzlich willkommen zu The Invisible Hours. Invisible aus. Ich bin auch doof, ey. Detektiv nicht ermordet. Sowas zu ich sagen. Mochte ihn wirklich. Nicht, dass es hier was angeht, aber er ließ mich gehen. Hast du etwa keine Angst vor mir? Ich mag gefährliche Männer. Und sie mögen mich. Kann ich verstehen. Alt! Warum denke ich, dass wir uns kennen? Vielleicht aus der Zukunft. Eine komplexe Idee für einen einfachen Mann. Einfacher Mann? Der Eindruck entsteht. Mir scheint, die meisten hier sind nicht das, was sie zu sein scheinen. Doch ich schließe mich an. Mein Zimmer. Warum waren Sie da? Monsieur! Ich habe einen Fehler gemacht. Ein Fehler? Hey, ich bin nicht dumm. Das glaube ich Ihnen nicht. Niemand tut das. Ich hatte gehofft, Sie würden... Die Wahrheit ist, eine Frau wie Sie wickelt jeden Mann im Haus um den Finger. Sagt ihm, was er hören will. Und wenn der Mörder sich zu erkennen gibt... Lässt sie sich von all den Verliebten beschützen. Sie finden Sicherheit in ihrer Bewunderung. Das ist kein Vorwurf. Aber ich werde nicht darauf einfallen. Sie sind sehr scharfsinnig. Ja, weil ich Sicherheit in ihrer Angst finde. Ich habe nicht ihren Charme. Das ist also nicht Ihr wahres Ich. Oh, ich sage offen, wer ich bin. Aber ich töte nicht jeden, den ich treffe. Das wäre sehr ermüdend. Dann sind wir beide Schauspieler? Oder Lügner, ist doch dasselbe. Einem Schauspieler kann man trauen. Die ganze Welt ist eine Bühne und wir sind alle Schauspieler. Sie kennen Shakespeare. Entweihet meine Hand, verwegen dich, o Heiligenbild. So will ich's lieblich büßen. Zwei Pilger neigen meine Lippen sich, den herben Druck im Kusse, zu versüßen. Nein, Pilger, lege nichts der Hand zu Schulden für ihren andachtsvollen Gruß. Der heil'gen Rechte darf Berührung dulden und Hand in Hand ist frommer Valakus. Hat nicht der Heilige Lippen wie die Waller? Ja, Pilger, doch Gebet ist die Bestimmung aller. So vergönne nun, dass auch die Lippen wie die Hände tun. Voll Inbrunst beten sie zu dir, erhöre. Heilige zeigen keine Regung. Auch wenn sie eine Bitte zugestehen. Das Glaube nicht sich in Verzweiflung kehre. Kommt jetzt der Kuss? Ja. Okay. Ja, das war gar nicht mal so schlecht. Nun hat dein Mund den meinen.
aller Sünd entbunden. Was war das? Shakespeare. Glück, würde ich sagen. Sie haben jemanden verloren, nicht wahr? Ja. Mann? Nein. Ehemann? Ich... Mademoiselle? Miss Bernhardt? Wir sehen uns später. Wer war es? Das war echt schön gerade. Ich mag ja Shakespeare unwahrscheinlich gerne. Das ist also dein Plan. Die Liebe einer guten Frau. Ja. Ich glaube, das würde mich verändern. Dein Geschmack gefällt mir. Na schön, das reicht auch. Oh mein Gott, das ist teils so spannend, ne? Dass man überall, dass jede Figur irgendwie was anderes spielt gerade. Das ist richtig geil. Oh, ich war in dem Raum noch gar nicht. Jetzt könnte das aber wahrscheinlich erklären, dass ich was vergessen habe. Mann, die Verhandlung endet in Gewaltausbruch. Der Blumenhändler Victor Mundy aus London attackierte und verstümmelte heute in einem vollbesetzten Gerichtssaal seine eigene Tochter. Mary Mundy, 7 Jahre, sagte gegen ihren Vater aus, der des Mordes an ihrer Mutter angeklagt wird. Mr. Mundy wurde zu 26 Jahren Zuchthaus verurteilt. Wow, okay. Er hat das ja offen gelassen. Oder man sieht jetzt halt, dass da jetzt, also für uns, dass da jetzt was ist, dass jetzt was war. Tesla ist tot. Hä? Freitag, 8. Januar 1943. Der einstmals berühmte Ingenieur und Erfinder Nikola Tesla beging gestern Selbstmord, indem er sich aus dem Fenster seines Zimmers im 13. Stockwerk des Hotels New Yorker stürzte. Laut Aussagen von Zeugen wirkte er in den Tagen vor seinem Tod niedergeschlagen und bedrückt. Der Hotelmanager sagte, Mr. Tesla habe sich nach einer Serie von beruflichen Fehlschlägen immer mehr zurückgezogen. Seine sterblichen Überreste werden in der Kathedrale St. John the Divine beigesetzt. Das ist doch gar nicht passiert. Jetzt bin ich verwirrt. Selbst in meinem privaten Tagebuch hatte ich nicht den Mut, den Namen desjenigen zu nennen, der aus dem Empfänger spricht. Ich stand vor dem Abgrund des Unmöglichen und fürchtete mich zu springen. Aber jetzt nicht mehr. Sein Name ist Nikola Tesla. Er ist ich und ich bin er. Er spricht zu mir aus der fernen Zukunft und er hat außergewöhnliche Pläne für uns beide. Keller, ich bin definitiv verwirrt. Ich weiß nicht, was das immer bringt, wenn man hier so Koffer und sowas ansieht, aber naja. Gut, lass erstmal hier weiter gucken. Boah, wie der die Treppe runterläuft, ey. Huch. Los, fragen Sie schon, ob ich es war. Das wäre schrecklich. Taktlos von mir. Taktlos? So spricht wohl nur ein Gentleman, oder? Ich danke Ihnen vielmals. Was ist das? Das ist ein Geisterempfänger. Und was kann ein Geisterempfänger? Tesla sagte, man könnte mit ihm Tote kontaktieren, aber nur ein Idiot glaubt das. Warum schleppen Sie ihn dann mit sich herum? Das ist ein feines Gerät.
Und ich schätze die feinen Dinge. Das ist mir bewusst. Verzeihen? William Turner. William Turner. William Turner? Ein Künstler. Was? Er malte Schiffe auf hoher See. Oh mein alle Gott. Einem tobenden Sturm ausgesetzt. Er war ein Pirat. Scheiße. Entschuldigt. Fluch der Karibik, William Turner, ne? Hier von Orlando Bloom gespielt. Er malte Schiffe. Nein, er war ein Pirat. Wie geil. Ich fand's jetzt gerade mega witzig, sorry. Ich kenne dieses Gefühl. Als er starb, während ich im Knast saß, ließ ich mein ganzes Geld auf eine seiner Zeichnungen bieten. Oh. Ein Bild konnte ich mir nicht leisten. Ich wollte nur etwas Kleines. Aber dann, bei der Auktion, war ein Mann. Ein reicher Gentleman, der rein stolzierte und jedes einzelne Stück aufkaufte. Kostete ihn eine halbe Million. Ein einfacher Mann wie ich hatte keine Chance. William Turner schrieb kein Testament. Es war eine Auktion. Jeder hatte das Recht, zu tun, was ich tat. Ey. Aber wenn es sie irgendwie tröstet, mein Vater hielt es für Geldverschwendung. Er ist kein Kunstliebhaber. Wäre jemand anderes gestorben. Wie Mr. Edison. Und ich kaufte seinen Nachlass. Das hätte ihn glücklicher gemacht. Der hat da noch so ein kleines Messer im Schuh. Und was kümmert mich die Meinung Ihres Vaters? Nein. Ich schätze wenig. Ich habe einen Mann schon für weniger umgelegt. Aber nichts für ungut. Entschuldigen Sie mich, ich fühle mich nicht wohl. Manieren machen uns zu Menschen, Mr. Vandenberg. Also er ist definitiv nicht der Mörder. Glaube ich nicht. Du hast mir ein Zeichen gegeben. Ein wirklich wunderbares Geschenk. Aber Männer wie er, sie nehmen mir diese Geschenke weg. Schon mein ganzes Leben lang. Also vielleicht. Nur vielleicht. Willst du, dass ich das noch eine Weile behalte? Bedient man das Ding? Ich habe keine Ahnung. Ist da ein Knopf oder so? Drück einfach mal drauf. Ich spule mal ein bisschen vor. Komm schon, Tesla, sag mir, wie das geht. Passiert nichts. Donnergrollen. Was soll ich machen? Sag mir, was soll ich nur tun? Wenn ich das Ding zum Laufen will, kann ich hier helfen. Ihr? Werden weg? Bin ich nicht.
Hey. Sie sind doch berühmt. Ich bin nur ein Ingenieur. Von wegen. Sie sind der Erfinder. Ha. Thomas Edison. Der Erfinder des Grammophons, oder? Sie kennen sich also mit Maschinen aus. Sowas wie dem. Woher haben Sie das? Hab's gefunden. Ich könnte schwören, Mr. Vanderburg hatte genau denselben. Wo ist er? Keine Ahnung, vielleicht ist er tot. Warum sagen Sie das? Ach, nur so. Sagen kann man alles Mögliche. Kommen Sie. Hey, ich weiß ja nicht. Das war gelogen. Ich beiße, also zeigen Sie mir, wie man das einschaltet. Kommen Sie her. Ich werde nicht so tief sinken, Teslas Schrott zu benutzen. Das denke ich schon. Jetzt. Sofort. Es ist eigentlich ganz leicht. Der Detective hat sie laufen lassen? Sieht ganz so aus, nicht wahr? Ende von Kapitel 2. Wen verfolgen wir jetzt? Wen verfolgen wir? Mir fehlt noch ein Brief. Ein Foto. Zwei News. Drei Tagebucheinträge. Und oh, das ist echt komisch. Okay. Kapitel 2. So, wir sind hier, genau. Wir haben ihn beobachtet, wie er da in das Ding zurückging. Genau. Ach, ich weiß gar nicht mehr, wo sie war. Pass auf. So, da hat das ja angefangen, ne? Dann gehen wir jetzt von da an zurück. Und beobachten jetzt erstmal den Butler, genau. Weil ich da jetzt auch sofort weiß, wo der sich befindet. Der ist hier oben. So. Letzter Wille und Testament von Nikola Tesla. Ich, Nikola Tesla, Einwohner des Staates New York, erkläre dies hiermit zu meinem letzten Willen und Testament. Ich verfüge, dass mein Testamentsvollstrecker die Zahlung der gesamten Begräbniskosten, der anfallenden Erbschaftssteuer und aller weiteren Todessteuern, die zum Zeitpunkt meines Todes erhoben werden, veranlasst. Darüber hinaus sind meine Wünsche simpel. Ich vermache mein gesamtes Vermögen den wissenschaftlichen Museen der Welt. Alle Gelder sollen zu gleichen Teilen zwischen den Museen Europas, Asiens und Amerikas aufgeteilt werden. Keine Einzelperson, ob Mann, Frau oder Kind, soll Anspruch auf mein Vermögen erheben. Ja, also war das... Gezeichnet Nikola Tesla. Also war das nichts für den Butler, ne? Mit, er kriegt eine Entschädigung vom Testament? Nikola Tesla, Einwohner des Staates New York, erkläre dies zu meinem letzten... Und hab ich nicht gesagt, der Mann ist nicht blind? Wenn der blind wäre, könnte er das nicht lesen. Und Testament. Oh, ich habe hier gerade was übersehen. Wo ist Tesla? Nikola Tesla. Doch, das hatten wir schon. Okay, weiter. Oh, du hast nichts gekriegt. Aber das ist nicht das Motiv mit dem Testament, weil er erfährt ja jetzt erst nach dem Tod von Tesla davon, dass er nicht berücksichtigt wurde. Also kann er es doch schon mal in dem Grunde nicht mit diesem Motiv sein. Also ich glaube, er fällt auch raus. Und dieser Monday oder so fällt auch raus. Der Typ mit der Glatze und der Hakennase da, der fällt auch raus.
Du meiner Mistkerl. Ich bekomme nichts. Das ist der Dank für alles. Shit. Du kanntest meine Umstände. Hätte ich gewusst, wie herzlos du bist, hätte ich dir mehr angetan, als dich nur zu ermorden. Nein, er war das? Nicht wahr? Ich hatte Hoffnung für dich, Junge. Aber du hast mir gerade gezeigt, dass ich mich in dich getäuscht habe. Er hat ihn umgebracht. Ja, ist doch alles klar. Ich spule mal ein bisschen vor hier. Ah, kann ich mit Ihnen sprechen? Okay. Sie müssen uns verlassen. Das werde ich. Später. Gehen Sie. Mr. Tesla wollte Sie hier nicht. Er ist tot. Lassen Sie das Theater. Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen. Wie Sie wollen. Das Schloss. Die Tür hat ein neues Schloss. Ich will die Kombination. Welche Tür? Die Tür. Sie wissen welche. Die Tür. Geben Sie mir die Kombination, sonst erzähle ich allen die Wahrheit. Madam, wir treffen uns zum ersten Mal. Ich glaube, vielleicht verwechseln Sie mich mit jemandem. Als wir Teslas Leiche fanden, kamen Sie und er stellte Ihnen folgende Frage. Abgesehen von uns dreien sind wie viele Leute im Haus? Sie erinnern sich? Nein. Sie sagten vier. Vier weitere Personen. Aber das ist seltsam, denn Sie wussten noch nicht, dass Tesla tot war. Niemand hatte es erwähnt. Sie hätten also fünf sagen müssen. Ich habe mich geirrt. Vielleicht. Vielleicht war es ein Irrtum. Oder Sie wussten, dass er tot war, weil Sie ihn getötet hatten. Madam, das ist absolut nicht wahr. Man könnte es auch so erklären. Sie sahen es. Mhm. Weil Sie gar nicht blind sind. Genau. Nicht wahr? Madam, ich versichere Ihnen, ich bin von Geburt an blind. Tesla ist zwar tot, aber wenn rauskommt, dass Sie gelogen haben, um hier zu arbeiten, wird man Sie wieder zurückschicken. Wieder in Ketten. Ich bin blind. Es gibt schon genug Leid auf der Welt. Ich will nicht, dass Sie in Ihr altes Leben müssen. Es war bestimmt schrecklich. Oh, was für Miststück. Aber, Madam, ich bin blind. Sie sind blind? Ja, 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 Madam. Na schön. Dann sind Sie nutzlos. Nein. Aha. Aha. Warum nicht gleich? Die Kombination. Ich habe sie nicht gesehen. Er stand immer davor. Raus damit. Eins. Sieben. 1945. Mr. Vanderburg! Mr. Vanderburg! Sie haben ein wichtiges Leben gerettet. Glauben Sie mir. Passen Sie nur auf, dass niemand in den Keller kommt. Weshalb hüten Sie das Geheimnis eines Toten? Weil ein guter Mensch das machen würde. Mr. Vanderburg! War Tesla für Sie ein guter Mensch? Die Narben auf ihren Händen. Ich weiß Bescheid. Wo waren Sie, als Mr. Tesla starb? Allein auf dem Zimmer.
Hast ihn umsonst umgebracht. Kriegst noch nichts mehr. Kriegst doch nicht mal was dafür. Was sie gehört haben. Spul mal ein bisschen vor. Was versucht er denn da? Zu der Zeit. Weiß ja nicht, ob da noch was kommt bei ihm. Upsala. Aus dem Weg! Wohin wollen Sie? Ich werde allen die Wahrheit sagen. Nein, warum? Sie wussten, die Tür geht nicht auf. Sie haben gelogen. Unterschätzen Sie mich nicht. Warten Sie, ich weiß, was passiert ist. Es gibt ein zweites Schloss. Ein zweites? Ja, es ist elektromagnetisch. Was heißt? Wenn man es öffnen will, muss man den Spannungsregler für das Haus ausschalten. Wo ist der Schalter? Draußen. Gehen Sie raus, dann nach rechts und... Ich mag naiv sein, aber ich bin nicht dumm. Wenn ich gehe, erzählen Sie dem Detective, ich wollte fliehen und er erschießt mich. Sie können mir auf jeden Fall vertrauen. Wirklich? Dem Mann vertrauen, der jeden in diesem Haus belogen hat? Nein, Sie gehen nach draußen. Ich hoffe doch, ich störe nicht. Doch. Nein, keineswegs, Sir. Dann haben Sie also nur hier rumgestanden. Nein, Sir. Ich habe gerade an Sie gedacht, Mr. Swan. Sie haben doch Zugang zu sämtlichen Lebensmitteln in diesem Haus. Sind Sie hungrig? Ich kann Abendbrot machen. Nein, nicht hungrig, nur neugierig. Wir kennen uns noch nicht. Ich bin der Thomas Edison. Und Sie? Ich bin Flora White. Miss oder Mrs.? Ich... Nun, also ich... Klingt kompliziert. Also, kannten Sie ihn gut? Wen? Tesla. Wen sonst? Kann man einen Mann wie ihn je kennen? Und Sie beide? Kennen Sie sich? Nein. Wir waren nicht gleichzeitig hier angestellt. Sie haben für ihn gearbeitet? Hochinteressant. Ich dachte, nur eine Person hier führt Teslas Befehle aus. Er konnte mich nicht leiden. Stimmt's, Mr. Swan? Davon weiß ich nichts, Sir. Natürlich nicht. Wir sollten etwas Whisky trinken. Sehr gerne. Ich liebe es. Ich trinke den so gerne. Trinken wir... auf Tesla. Ich bin kein Freund des Geschmacks, Sir. Ah, ist das so? Ja, Sir. Das ist die Wahrheit. Halt! Ich will ihn zuerst trinken sehen. Los, auf Ihren Herrn. Ich möchte lieber nicht. Sie möchten nicht. Was machen Sie? Trinken Sie, Sie Mistkerl! Ich weiß genau, was Sie getan haben, Sie jämmerlicher Wicht! Mich werden Sie nicht töten! Ich habe nichts Falsches getan! Es war Teslas letzter Wunsch, nicht wahr? Na los, sagen Sie es! Ich weiß nicht, wovon Sie sprechen! Der Whisky dort oben, Sie haben ihn vergiftet! Nein, das war nicht ich! Wer war es dann? Ich kann Ihnen das nicht sagen. Los, raus damit! Wer war es? Ein anderer Gast. Welcher andere Gast? Das darf ich nicht sagen. Sie stecken unter einer Decke? Der Whisky war nicht für Sie gedacht. Wer das Gift da hineingemischt hat, wollte es selbst trinken. Wovon reden Sie da? Er wollte sich umbringen. Selbstmord? Warum? Wer? Dann hatte er es sich selbst anders überlegt. Ich glaube nicht, dass ich den Namen nennen kann. Es ist etwas Persönliches. Aber wenn der Grund für den Selbstmord Schuldgefühle wegen des Mordes an Tesla waren, dann... Nein. Das war nicht der Grund. Dessen bin ich mir sicher. Was war dann der Grund? Qualen.
von einer alten Wunde. Brennt hier dummes etwas? Dummes Geschwätz. Ich glaube Ihnen kein Wort. Ich rieche Rauch. Wenn Sie es nicht waren, dann sagen Sie, wer wollte mich vergiften? Na gut, meine Lieben, ich muss aber Schluss machen und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.